gell? Ja. Immer nur Cheesehosen, ja, ja. Ja. Ja gut, es ist frische Wind, es ist frische Wind. Ich auch, ist natürlich. Oh, hallo, hallo. Okay, pass mal auf, wie viel Uhr ist denn das? 10:50. 10:50, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er wollte das Kaffee trinken. Ja. Trinken wir das Kaffee oder wir machen uns auf die Socken und trinken Kaffee da vorne. Ich kann euch hier auch einen Kaffee um machen. Um 1:30 wollte die Silke hierher kommen. Hierher, dann machen wir hier, wollt ihr Milchkaffee haben? Also ich brauche keinen. Ich auch nicht. Kaffee. Ich auch nicht, er will auch nicht. Solsdorfer, die kommt ins Ausland. Ja, genau. Ja, da ist hier. Was? Ja, und ausgerechnet, ja, heute ist so warm. Genau. Muss immer die Brühe läuft, dann sagt uns Bescheid, wenn die wieder nicht stehen. Den Bäcker habe ich reinzutreten, aber... Auf Flori war. Wer weiß, wo die geht. Auf Silke, ja. Ich bin einfach nicht mal gespannt, wo du in den Goldstoff gefangen. Guck mal! Schön! Toll! Ah, super! Wo sind denn die jetzt? Silke? Die Fahrtung auf die Fahrtung. 10 Minuten vorher. Wir steigen ein. Wir steigen ein. Ja. Ihr wisst, wo das ist? Die Ringe liegen am Tisch. Ganz wichtig. Habt ihr die Ringe? Nee. Die liegen am Tisch, ist mir gerade eingefallen. Ich hab nichts. Schön. Ja, ich habe gerade gesagt, jetzt kennen wir uns fast 16 Jahre. Jetzt habe ich das erste Mal die Tanja gesehen. Ja. Na und ich habe die Ecke. So kommst du rein. Hier sitze um die, wohnen um die Ecke. Das ist eigentlich so Schande. Und sofort hinter uns her. 15 Jahre gedauert habe ich da, bis ich euch mal kennengelernt. Ja. Ihr braucht einfach nur vorbeikommen. Ja, ich. Aber der ist genauso ein Muffel wie der Onkel Rolf, ich kenne das. Eigentlich gar nicht. Ja, ja. Ich komm, ich fotografiere dich ja auch. So. Große Begrüßung. Grüß dich. Das ist meine Rechte, das ist meine Rechte. Wo sind die anderen von euch? Ja, das haben wir eigentlich auch gesagt. Oh, hier, ja, das ist super. Kommt gleich. Das ist die Schirme. Und die das? Also mit denen? Wir tauschen ein bisschen nach vorne, was wir auch hier machen. Das heißt, achso, ihr kommt dann direkt da drin, was? Ah ja, okay, dann muss ich jetzt nicht kommen von den ja, das müsst ihr machen dann. Das ist aber nur ein. Nur ein.
mal davon aus, dass es dann jetzt noch offen ist. Ja, das unterschlagen schon mit dem. Unter Liederbach. Bitte? Unter Liederbach. Zu bewahren und zu schützen auf ihrem Weg. Lasst uns
einen ganz alten biblischen Text sprechen, den bekannten 23. Psalm. Das ist ein uraltes eigentlich Lied, ein Danklied dafür, dass Gott uns im Leben beschützt, dass er gütig ist und uns begleitet. Wir sprechen diese Verse alle gemeinsam miteinander. Man kann es nicht beschreiben und dementsprechend kann man schlecht darüber sein. Dieses Gefühl von Freiheit, wie soll der Funke überspringen? Wenn ich nicht weiß und du nicht weißt, was Freiheit heißt, wofür haben wir dann gelebt? Und du bist fest in Kirchenfernsehen. Wovon haben wir gelebt? Wirklich nur vom Wasserlärm werden. Freiheit heißt Leben. Freiheit heißt, gib mir Raum. Freiheit heißt, Treue. Da heißt es im Refrain, Freiheit heißt Liebe, Freiheit heißt, gib mir Raum, Freiheit heißt Treue, Freiheit ist ein Menschheitstraum, Freiheit heißt Rücksicht, Freiheit heißt Toleranz, Freiheit heißt Hilf mir, ich glaube Freiheit, die bleibt weiterhin unbekannt. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht dazu. Da gibt es nämlich so einen Text in der Bibel, und zwar im 1. Korinther steht der, ohne Liebe bin ich nichts. Selbst wenn ich in allen Sprachen der Welt ja mit Engelszungen reden könnte, aber ich hätte keine Liebe, so wären all meine Worte ohne Lärm, ohne jeden Klang. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Und das ist eigentlich das, was ich euch wünsche. Ich wünsche euch echte Liebe. Ich wünsche euch, dass ihr den Raum habt, den ihr braucht. Ich wünsche euch, dass ihr die Treue hochhaltet. Ich wünsche, dass es kein Traum bleibt. Ich wünsche euch, dass ihr gegenseitige Rücksicht habt. Ich wünsche euch, dass ihr die Toleranz habt, euch anzunehmen könnt mit all euren Fehlern und Macken. Ich wünsche, dass ihr euch immer gegenseitig stützt und helft. Ich hoffe, dass Freiheit bei euch nicht unbekannt ist. Das nehme ich euch. Es waren schon ganz viele Gedanken und auch ganz viele. Thank you.
Frau zu erheben, vielleicht in der oder in der Ehe. So ist es ja besser zu zweien als allein. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und eine dreifache Schnur reißt nicht gleich in zwei. Dann gehört, dass Gottes Liebe die Wege von uns Menschen begleitet. Vor Gott und den Menschen legt ihr nun euer Trauversprechen ab. So frage ich dich, Rainer, willst du deine Ehefrau Evelyn, so wie sie ist, von Gott annehmen und ihre Würde erfüllen? Willst du sie lieben, die Freude am Leben mit ihr teilen und Schuld vergeben? Willst du deiner Frau in guten und schweren Zeiten Lebensgefährte sein? So antworte bitte ja mit Gottes Hilfe. Ja, ich frage auch dich, Evelyn. Willst du deinen Ehemann Rainer, so wie er ist, von Gott annehmen und seine Würde achten? Willst du ihn lieben, die Freude am Leben mit ihm teilen und Schuld vergeben? Willst du deinem Mann in guten und in schweren Zeiten Lebensgefährtin sein? So antworte bitte ja mit Gottes Hilfe. Ja, Gottes Hilfe. Ja, dann steckt nun als Zeichen eurer Liebe und zur Bekräftigung dieses Versprechens einander die Ringe. Hier in Neufelden in akuten Notlagen unterstützen.
Noch ein Hinweis, jetzt gleich nach dem Schlussgebet, dem Fürbittengebet, Vater unser, letzten Lied und dann dem Segen, werden wir drei zur Orgelmusik ausziehen und Sie alle schließen sich uns dann bitte an. Vorher möchte ich aber noch allen danken, die in diesem Gottesdienst mitgewirkt haben und die ihn gestaltet haben. Erstmal Stefan Küchler, unser Kantor. Vielen Dank, Stefan, für die Orgelmusik. Der Thomas kommt gleich. Außerdem vielen Dank Hermann Krüger und Nancy hier für die Mitwirkung von Seiten der Familie. Ja, jetzt kommt der Thomas an die Reihe. Lasst uns zum Schluss des Gottesdienstes noch einmal miteinander beten. Ich möchte Sie bitten, dazu aufzustehen. Gott, deine Liebe reicht so weit, wie der Himmel ist. Und deine Güte kennt keine Grenzen. Du bist die Liebe und du schenkst uns Menschenliebe. Wir danken dir dafür, dass du Evelyn und Rainer zusammengeführt hast. Dass sie eng miteinander verbunden sind, dass sie sich lieben und einander vertrauen. Und wir bitten dich, halte die Liebe zwischen Rainer und Evelyn lebendig, segne und bewahre sie und sei bei allen, die zu ihnen gehören und die mit ihnen gehen, ihre Kinder und ihre Enkel, ihre Angehörigen, die Freundinnen und Freunde. Wir beten für Rainer und Evelyn, dass sie sich treue Gefährten sein können, dass sie gesund bleiben und noch viele frohe gemeinsame Jahre miteinander erleben können. Guter Gott, wir danken dir für alle Menschen, die Evelyn und Rainer auf ihrem Weg begleitet. Wir denken heute auch an ihren verstorbenen Partner. Und Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die ihren Partner oder ihre Partnerin schon verloren hat. Stärke und tröste sie. Begleite sie auf ihren Weg. Gott, in dieser frohen Stunde denken wir auch an die Menschen, die einsam sind, weil sie alleine leben oder weil sie sich trennen müssen. Gib ihnen Kraft, sich wieder zu öffnen für andere. Und schenke ihnen Menschen, denen sie wirklich neu vertrauen können. Guter Gott, mit allem, was uns jetzt beschäftigt, mit allem, was uns bewegt, sind wir hier bei dir. Mit unserem Dank und unserer Freude, mit Fragen, vielleicht auch Zweifeln, mit Hoffnung und Zuversicht. Und in der Stille bringen wir jetzt an diesem besonderen Tag vor dich, was uns bewegt. Fünfst du? Ja, logisch.
Wir kennen das. Soll ich mal Mini machen? Hier, mit Riesenseifenblase. Ja, fahr ich mir schön Urlaub. Soll ich Petra fragen, ob ich Oh ja, jetzt schon wieder auf. Hey, was? Ja, ganz schön gestylt. Was denn? Ja, wir lassen nichts von dir gehen. Ja, du kannst mal weiter abschauen. Ja, Herr Krieger, vielen Dank. Komm mal. Lass es mal an, du musst mal gleich bleiben. Guck mal, wie unser Topf. Ja. Und schon cool, ne? Ja, kann sein. Egal. Spaghetti. Spaghetti. Tim kommt, ich habe noch nicht. Nee, danke. Oh, kann ich auch abgeladen. Ja, danke. Liebe Großfamilie, liebe Gäste, ich freue mich, dass ich etwas sagen darf, obwohl es mir selbst weggefallen ist, die richtigen Worte zu finden. Auch aus dem Grund, weil wir etwas, zumindest die Familie um Rainer und ich, wir Parallelen haben in unserem Leben, die sehr nah beieinander liegen. Und ich möchte auch die Worte, die ich jetzt sage, erst einmal als Ergänzung zu dem, was der Pfarrer gesagt hat. Ich fand es auch sehr schön, es hat mich sehr gefallen und es betrachtet es als Ergänzung, weil ich nicht so viel weiß und deshalb auch nicht so viel sagen kann, wie der Herr Pfarrer gesagt hat. Und anmache ich mal Grillwert. So ist es. So ist er, ja. Und ich wollte es auch nicht vorlesen, nebenbei, aus dem einfachen Grund, ich kann das auch locker sagen. Ja, aber da ich wollte es ein bisschen historisch machen, und wollte diese Worte auch so sagen,
in einen Text meißeln, damit sie stehen. Damit man weiß, was er gesagt hat. Deshalb lese ich es nicht aus dem Grund vor. Also liebe Brautpaar, liebe Evelyn, lieber Rainer, wenn Hochzeit und Glück das Schönste sind im Leben und der Tod und das Unglück das Schlimmste, dann muss der Verlust eines Partners durch den Tod oder Trennung nicht das Ende eines glücklichen Lebens sein. Im Gegenteil, denn Leben verpflichtet. Es verpflichtet zum Weiterleben und dieses Leben zu nutzen, um neues Glück zu erreichen, in dem das verlorene Fortleben in der Erinnerung erhalten bleibt. Es ist mir sehr schwer gefallen, euren Wunsch für diese Worte in eurer Hochzeit, zu eurer Hochzeit zu erfüllen. Es ist so, als würde ich diese Rede zu mir selbst halten. Dennoch bin ich sehr froh, dass ihr mich dazu gebeten habt, um auch einmal das zu sagen, was man nicht nur als schwere Last mit seinem Leben herumschleppen muss. Ich hatte das Glück, Rainer, Uschi und ihre Kinder als jahrzehntelange Nachbarn auf dem Campingplatz kennenzulernen. Dort sind solche menschlichen Kontakte über den Zaun entstanden, die unsere Familien eng zusammengeführt haben. Diese vielen schönen Stunden, Tage, Wochen, Jahre sind zu einem Teil unseres Lebens geworden. Unsere sogenannte Freizeit, die wir auf dem Campingplatz gemeinsam Zaun an Zaun verbracht haben, ist zum Teil unseres Familienlebens geworden. Wir haben unsere Familien in den vielen Jahren kennen und schätzen gelernt. Aus dem hübschen Mädchen Nancy ist die reife Frau und Mutter geworden. Aus Michael einer, der sein Mann steht. Die Enkelkinder Isabel und Timmy waren auf 3 Campingplätzen zu Hause. Wir hatten nur einen. Wir hatten viele Stunden bei Spiel und Unterhaltung verbracht, über die viel, viel zu erzählen wäre. Diese vielen schönen Jahre wurden beendet durch den Tod von meiner Frau Elfriede. Der Campingplatz verlor ohne Elfriede für mich seine Funktion als Zufluchtsort in der Natur und aus dem täglichen Stress. Die Liebe zwischen mir und Annemarie, die da gegenübersteht, die mit ihrem verstorbenen Mann und seiner Familie zu unseren besten Freunden gehörten, war für sie und für mich wie eine Rettung aus der Einsamkeit und entstand aus jahrzehntelanger Freundschaft unserer Familie. Ich bitte jetzt hier in Gedanken das Schöne, was der Herr Pfarrer gesagt hat, schöne Leben nach von der Evelyn, das hat mich sehr beeindruckt. Ich muss es annehmen und kann es nicht wiedergeben. Aber es gehört genau an diese Stelle. Dann hat uns Uschi verlassen, Rainer und die Kinder und Enkel, alle Angehörigen mussten ohne sie weiterleben. Wir machten uns natürlich unsere Gedanken über den Rainer. Heute können wir sagen, dass auch die Liebe zwischen Evelyn und Rainer nicht nur für sie selbst, sondern auch für ihre Kinder eine neue Lebensgrundlage geschaffen hat. Auf eine solche Lebensleistung darf man stolz sein. Vergangenheit und Zukunft sind untrennbar miteinander verbunden. Ihr beide habt eure unterschiedliche Vergangenheit und eure gemeinsame Zukunft gemeistert. Liebe Evelyn, lieber Rainer, wir beglückwünschen euch, dass auch ihr beide den Weg aus der Sackgasse des Lebens gefunden habt. Euer Lebensglück ruht auf festen Fundamenten der Erfahrungen. Möge euch auch in Zukunft das Glück der Liebe viele Jahre zur Seite stehen. Von ganzem Herzen auch von Annemarie. Super, danke. Hallo, gut gemacht. Na dann zum Wohl. Ja, hallo. Ja, hier geht's bei. Da ist so heiß drauf. Das heißt.
Ja. Tanzen, 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 tanzen. Ja, ich kann alles. Was? Musik passt das auch gar nicht. Er muss auch lockerer werden. Das sieht eher aus wie Schlägerei. Wir bedanken uns. Dankeschön. So, Kaffee und Kuchen. Ist fertig. Ich habe noch eine riesengroße Bitte. Wenn wir den Hund mal erholen, dass keiner mit dem Hund in die Bühne spielt. Sonst hat der Hund anschließend Herzklappenfälle. Hast du gehört? Ist der älter oder was? Nö, aber die Hitze. Es geht um die Hitze. Es geht um die Hitze. Ich habe noch eine ganz kurze Info. Und zwar haben wir ja da vorne so eine Wand mit einer Kamera davor. Und dann würde ich euch bitten, jeder von euch ein Bild zu machen. Mit oder ohne lustige Musik, das ist dann später ein Album. Und da haben wir auch noch ein Bild, wo wir uns selber verewigen können, weil dann wieder das Kinder hinterlassen. Ach, deswegen habe ich das wirklich vorhin vor Ort aufgesetzt. Ich habe wieder. Okay, jetzt hätten wir was klar. Oh, was ist denn laufen? Das ist ja Wind Elektromesser. Ich muss mir die Zeit geben. Was sagst du denn? Was sagst du? Sie hat mit dir gelacht, weil ich gesagt habe, dann wissen wir die Zeit nicht. Was soll ich denn machen? Das ist deine Torte, ich hab's nicht gemacht. Mach eine kleine, das ist ja so viel Kuchen da. Ich kann nicht alles aufschneiden. Jetzt machen wir es.